Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute bin ich nochmal hier in Rheinhessen unterwegs. Beim Windpark Freimersheim, Mauchenheim bzw. Walheim. Ist jetzt schon fast wieder über ein halbes Jahr her, dass ich das letzte Mal hier war. Im März war es, glaube ich. Echt krass, wie schnell der Sommer hier vorbeigegangen ist. Ja, beim letzten Mal war die vierte von fünf V136 im Bau. Und auch die Nordex war auch im Bau. Ja, mittlerweile sind alle Anlagen fertig, alle sechs Stück. Und zumindest der Windpark Freimersheim-Mauchenheim ist auch komplett am Netz. Die 536. Richtig toll, die jetzt mal alle laufen zu sehen. Ja, aber leider ist die Nordex N149, die zu Walheim gehört, immer noch nicht am Netz. Also die steht da jetzt schon fast ein halbes Jahr, aber läuft immer noch nicht. Hat auch das eine Blatt noch in den Wind gedreht, also die trudelt auch noch gar nicht. Also ja, irgendwie hat Nordex da extreme Probleme, die Anlagen ans Netz zu bringen. Also die ganzen Nordex-Parks mit dem Typ, die ich bisher kenne, da hat es echt unglaublich lange gedauert. Ja, irgendwie hat der Nordex ziemliche Probleme bei der Inbetriebnahme. Möglicherweise ja durch Lieferprobleme bei irgendwelchen Komponenten, Anlagenserver. Ich weiß es nicht genau. Aber das ist schon echt richtig krass. Bin ich mal gespannt, wann die Anlage hier dann endlich mal läuft. Ja, ist schon relativ herbstlich heute. Hat glaube ich so 15 Grad, auch sehr, sehr durchwachsen. Hinten sieht man den Donnersberg, da hängen die Wolken ziemlich schwarz. Sieht auch so aus, als ob es da regnet. Ja, aber zwischendrin sind immer mal wieder so ein paar blaue Flecken. Ja, aber es ist ziemlich windig heute. Deshalb ist Herbst auch eine so meiner Lieblingsjahreszeiten, weil die Anlagen da echt so am besten laufen. Ja, ich werde da mal zu den Anlagen hinfahren und mir das aus der Nähe anschauen. So, ich stehe jetzt hier nochmal in der Nähe von der N149. Ja, ich finde es echt super schade. Ich hätte die so gerne mal laufen gesehen. Ich habe jetzt echt schon viele Parks mit der Anlage besucht. Aber die Inbetriebnahme hat immer so krass lange gedauert, dass ich bisher noch keine N149 laufen gesehen habe. Das ist echt krass. In Gila hat Anfang des Jahres die Anlagen, wo ich im Winter war, sind erst vor kurzem ans Netz. Pretzfeld-Obersulm hat auch super lange gedauert. Und Uetze, die wurden Ende 2021 fertiggestellt und gingen erst vor ein paar Wochen ans Netz. Das ist echt verdammt krass. Und der Anlage hier scheint es wohl ähnlich zu gehen. Also Nordex hat hier wohl echt enorme Probleme. Bei einigen Parks war Corona schuld. Da waren Lieferketten einfach so krass unterbrochen. Da hing es teilweise echt nur an Chips aus Asien für den Anlagenserver. Also die Anlage fix und fertig, aber konnte nicht ans Netz gehen. Ist schon krass, also hat sich jetzt echt nochmal gezeigt, was die Nachteile von Globalisierung sind. Wenn man so krass von Ressourcen aus dem Ausland abhängig ist. Ja, und da frage ich mich natürlich, wenn jetzt der Ausbau der Erneuerbaren so krass beschleunigt werden soll und man so abhängig ist von Komponenten aus dem Ausland, wie soll das weitergehen? Dann sind die Anlagen vielleicht alle geplant, aber können nicht geliefert werden. Also da sollte man echt mal überdenken, ob man die Windindustrie noch mal stärker fördern sollte. Auf jeden Fall. Also das hat die letzte Regierung natürlich komplett verkackt.
hat die Windindustrie kaputt gemacht, wie die Solarindustrie in Deutschland. Naja, und die neue Regierung muss jetzt alles aufräumen, den ganzen Scheiß. Ja, der PV-Park ist mittlerweile auch fertig. Ich nehme an, dass der schon am Netz ist. Quasi ein Energiepark wie in Gilad. Ich weiß jetzt gar nicht, was der für eine Leistung hat. Aber finde ich echt geil, die Anlage auf dem 125 Meter Turm. Schön schlank der Stahlturm. Ja, hier war ja Abowind Projektierer. Und Abowind und Trianel haben quasi so eine Kooperation. Also Abowind übernimmt die Projektierung und Trianel, wenn ich mich richtig erinnere, ist quasi so ein Dachverband von verschiedenen Stadtwerken und vertickt dann die Projekte an verschiedene Stadtwerke, die dann in die Projekte investieren können. Ja, ich bin echt super gespannt, wann die Anlage denn jetzt endlich mal am Netz ist. Ja, was auch cool ist, hier hinten ist ein bisschen besseres Wetter. Da sieht man die ganzen Anlagen in der Nähe von Wörrstadt. Da werde ich im Anschluss hinfahren. Da werden nämlich Vestas Inventus gebaut. Da sieht man den Turm für eine Anlage. Insgesamt 5 Stück. 550. Ja, Premiere für mich in Deutschland. Da werde ich im Anschluss auf jeden Fall auch nochmal vorbeischauen. Ja, ich drücke hier Nordex echt die Daumen, dass das in Zukunft irgendwie schneller geht. Dass es da nicht so Probleme gibt. Das ist halt leider auch, kommt wahrscheinlich auch nicht so gut an. Aber die Anlagen sind natürlich top. Und es ist halt echt schade, dass es halt an so einer Kleinigkeit liegt. So, ich stehe jetzt hier in der Nähe von den Vestas-Anlagen. Jetzt kommt sogar noch mal richtig schön die Sonne raus. Ja, richtig toll, die Anlagen jetzt mal laufen zu sehen. Ich habe ja echt den Aufbau des Parks von Anfang an mitverfolgt. Als ich das erste Mal da war, hatten sie die erste Anlage fertiggestellt. Die zweite im Aufbau und beim letzten Mal war die Anlage hier direkt vor mir, Nummer 4 im Aufbau. Ja, und jetzt sind sie alle fertig. Richtig cool sieht's aus. Auch toll jetzt natürlich bei dem Wind, dass sie so toll laufen. Ja, und hier drüben ist dann Nummer 5. Das finde ich ja immer richtig geil bei Vestas, die schöne Blattbiegung. Nicht ganz so krass wie bei Siemens Gamesa, aber trotzdem schon richtig geil. Sieht man jetzt bei der 436 nicht so gut. Bei den größeren Anlagen 450 sieht man es nochmal besser, weil sich die Blätter dann nochmal krasser durchbiegen, aber sieht schon geil aus. Da drüben dann die Nordex. Ja, die Anlagen bekommen auch alle noch einen Turmfußanstrich, einen braunen Anstrich. An zwei Anlagen steht so eine Hebebühne. Haben viele Anlagen hier in der Region. Hier gibt es nämlich sehr viele Feldvögel, also besonders Lerchen. Und das ist ja, so eine Schutzmaßnahme, dass sie nicht gegen den Turm fliegen. Also mit Rotmilan hat man hier wohl gar nicht so viel Probleme. Echt erstaunlich, weil die Anlagen alle hier im Offenland stehen, aber ein Gutachter hat mir mal erzählt, dass es hier echt nicht so viele Probleme gibt. Wahrscheinlich, weil es hier schon so viele Anlagen gibt, da ist der Rotmilan schon vertrieben worden. Da hinten bei der Anlage sieht man es nochmal. Da sind sie noch nicht ganz fertig. Ich habe mich nämlich gewundert, was das für, ja, was das für braune Flecken sind, aber die bekommen alle noch einen Turmfußanstrich. Ja, hier hinten sieht man jetzt auch schön den Windpark Schneeberger Hof. Da ist er.
Was mich echt verblüfft allerdings, es laufen sehr viele Anlagen heute abgeriegelt oder stehen sogar komplett. Ich dachte, wir hätten eine Energiekrise, also schmeiß die Anlagen an, was soll das? Da hinten der Park steht komplett. Also es kann ja wohl nicht sein, dass wir jetzt zu viel Strom haben. Also die Strompreise gehen durch die Decke und die Anlagen stehen. Das kann ja wohl nicht sein. Ja, ich fahre da mal noch ein bisschen näher zu den Anlagen hin und stelle mich mal drunter. So, jetzt stehe ich noch bei unter einer Anlage hier und die Anlagen machen echt richtig Umdrehungen heute bei dem Sturm. Die laufen auf jeden Fall auf Volllast und das liebe ich einfach bei Vestas, wenn der Rotor sich biegt wie so eine Krake. Das sieht so geil aus. Und dann noch dieser geile, satte Sound dazu. Richtig fett. Wäre noch mal geiler, wenn der Rotor noch größer wäre, 150, 162, aber das hier sieht auch schon verdammt geil aus. Da wird echt richtig viel grüner Strom produziert heute. Wahrscheinlich auch wieder zu viel, paradoxerweise, weil einige Anlagen ja stehen. Da sieht man noch mal Anlagen 2 bis 5. Auch alle am Laufen, fleißig am Laufen. Sieht man nochmal schön die Biegung der Blätter. Ja, nur die Nordex ist leider die einzige, die nicht läuft. Die wird auch schon jede Menge Strom produzieren heute. Also ich drücke echt die Daumen, dass sie auch bald am Netz ist. Ach, das ist richtig geil, wenn man einen Park so lange verfolgt hat, vom Aufbau bis zur Inbetriebnahme. Ist schon cool, die Anlagen dann laufen zu sehen. Ja, aber auch hier hinten im Windpark Flomborn, da stehen auch einige Anlagen von den 412. Das ist echt schade. Auf dem Weg hierher auch einige Anlagen stehen gesehen oder Anlagen, die nur abgeriegelt laufen. Echt sehr, sehr schade. Ja, und hinten im Windpark Dautenheim, Hagen-Weißheim, Eppelsheim, da wird auch wieder fleißig gebaut. Da steht ein Kran und auch schon der unterste Teil eines Turms. Da wird noch eine N117 gebaut. 3,6 Megawatt. 140 Meter Stahlturm, glaube ich. Also hier geht einiges im Landkreis Alzey-Worms. Ich habe vor ein paar Tagen einen Bericht gelesen. Wo es um die Landkreise mit dem größten Windanteil in Deutschland ging. Und Alzey-Worms ist auf Platz 7 im bundesweiten Vergleich. Platz 1 ist Dithmarschen, irgendwann kommt dann auch noch Paderborn. Und Alzey-Worms ist auf Platz 7. Und in Rheinland-Pfalz unter den Top 15 ist dann noch Donnersbergkreis mit Windpark Schneeberger Hof und Rhein-Hunsrück-Kreis. In der Nähe von Moorbach. Ja, also, wie schon gesagt, es ist auf jeden Fall eine Aufbruchsstimmung da. Also die großpolitische Lage spielt einem auf jeden Fall in die Hände. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es gibt sehr viel Arbeit, wird gerade sehr viel geplant, aber dann frage ich mich jedes Mal, wer soll das alles bearbeiten, die ganzen Anträge? Also wenn die Genehmigungsverfahren nicht einfacher werden, und man das Ganze beschleunigt, dann wird das echt ein Problem. Weil es jetzt echt schon Personalmangel gibt bei den ganzen Behörden. Und ich frage mich, wer das alles bearbeiten soll. Und dann aber auch noch Lieferengpässe, weil man so abhängig ist vom Ausland. Also es muss sich echt einiges ändern, damit es gelingt, den Ausbau zu beschleunigen. Also nicht nur die Gesetze, sondern auch einfach so, ja, die ganze Infrastruktur vom Personal bis zur Herstellung der Anlagen.
So, ich bin jetzt hier am Bahnhof in Alzey und warte auf meinen Anschlusszug, der mich zum nächsten Windpark bringt. Ja, und von hier sieht man jetzt den Windpark Freimersheim-Mauchenheim und Walheim nochmal richtig cool. Richtig toller Blick unten vom Tal. Die haben echt die beste Aussicht hier in Alzey. Rundherum Windräder. Geschmackssache, aber ich find's geil. Ja, wäre jetzt schön, wenn die Nordex noch laufen würde. Ich glaube, ich muss echt jetzt nochmal herkommen, wenn die nochmal läuft. Ja, wie schon angekündigt am Anfang, fahre ich jetzt weiter nach Wörrstadt. Da werden Vestas 450 und Ventus gebaut. Und das will ich mir mal anschauen, wie da der Baufortschritt ist. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, im Anschluss nochmal ein kleines Drohnenvideo. Viel Spaß damit. Und vielleicht sehen wir uns dann im Windpark Wörrstadt.